Hallo und willkommen, ich bin am K3 und wie ihr seht, es ist natürlich nochmal Zeit für Warframe. Und heute packen wir uns mal diverse Hotfixe, die noch aufgeschlagen sind. Ich kann das Video nicht allzu lang werden lassen, weil in einer Stunde und 40 Minuten beginnt Deathstream 164, den ich natürlich für euch wieder zusammenfassen werde, auch wenn mir gerade ein bisschen die Stimme am Weggehen ist, aber das ist jetzt mal völlig egal. Das machen wir auf jeden Fall und ich kann euch heute eine kleine Story erzählen. Hat's was mit was Warframe-mäßigem zu tun? Nicht ganz. Es hat witzigerweise was mit Cyberpunk zu tun. Ja, 2077, nicht am Anime, nein, sondern tatsächlich dem Spiel. Weil ich habe rausgefunden, eine Kleinigkeit an diesem Rechner. Aber darauf gehe ich später ein. Er hat keine Kühlung. Aber wie gesagt, lass uns erstmal anfangen mit den jeweiligen Hotfixen. Anfangen tun wir erstmal mit Hotfix 3207. Und dieser große Absatz hier erklärt uns eigentlich ganz kurz nur, dass dieses Update tatsächlich nötig war für Dinge, die wir wahrscheinlich erst im Deathstream 164 womöglich kennenlernen werden oder beziehungsweise Aussichten darauf erhalten werden. Vor allem gibt es auch ein interessantes Thema hier wieder mal, nämlich Damage Pillows. Zu Deutsch, wir haben Gegner, wo wir als absoluten Wolf schießen dran. Ja, habe ich schon ein paar Mal gesehen im Spiel, aber okay, gut, gut. Gucken wir mal, was sie unten noch weiter geschrieben haben. Okay, das Update kam natürlich jetzt mittwochs raus, aber ja, da war es eben so, dass eben diese Prison Break Mission auch jetzt endlich verfügbar ist, die ich mir noch nicht angesehen habe. Aber hey, wie ich meinen abbreche dabei, seht ihr wahrscheinlich irgendwann auch noch an diesem Wochenende. Davon mal völlig abgesehen. Und die jetzige Archon Hunt wäre bis zum Sonntag, den 2. Oktober, verfügbar. Okay, okay, okay. Ja, und sie weisen darauf hin, dass Styanex ja im Ingame-Markt jetzt auch käuflich erwerbbar ist, wo sie halt bis zum 21. September den guten Kollegen ja verschenkt haben, beziehungsweise sie haben es verlängert, wie es aussieht, bis zum 22., wie hier steht. Und ich hoffe, alle, die gesagt hatten, sie hatten den nicht bekommen beim Einloggen, haben den guten Styanex mittlerweile umsonst bekommen. Das wäre sonst ein bisschen blöd, wenn sie jetzt sagen, ihr habt ihn zwar nicht bekommen, aber ihr könnt ihn jetzt im Laden kaufen. Das wäre jetzt ein bisschen daneben, aber ich hoffe mal gerade aufs Beste. Archon Hunt Changes and Fixes. Ist da irgendwas Relevantes, mega Tolles bei? Weil ich meine, so oft am Ende des Tages bekämpft man die Jungen ja auch schon wieder, nicht? Witzig, dass sie die Karte sogar geändert haben von der Mission, weil sonst nämlich die KI irgendwie da in die Irre geführt worden ist. Interessant. Die Karte verwirrt die KI. Ist ja nicht so, dass ein paar Anzeigen zwischendurch einen verwirren, aber lass uns mal gerade so stehen. Der Rest ist eher unter ferner Liefen alles. Und bei Carl's Garrison, okay, da gab es ein paar Bugs halt, was in der Mission auftreten konnte. Aber sonst zum größten Teil. Man muss sagen, das ist die erste Mission, wo ich auch alle Ziele erfüllt habe. Wobei, eins erst nachdem einer mich darauf hingewiesen hat, wo ich ein paar Gegner als Gruppe finden konnte. Aber ansonsten war das jetzt tatsächlich nicht inhaltlich wahnsinnig schwierig. Ich habe die neue noch nicht gespielt, aber hey, wie gesagt, meine tollen ersten Eindrücke davon werdet ihr wahrscheinlich, wie gesagt, im Videoformat ja noch sehen. Bald. Diverse Fixe und Kleinigkeiten, die manchmal nicht so funktionieren, wie sie sollten, aber nichts zu Dramatisches. Es sei natürlich mal bei einer Mission, es ging nicht weiter, aber ich meine jetzt inhaltlich so, dass das Spiel auseinandergeflogen wäre, war jetzt nichts bei. Bei General Changes nichts Relevantes bei. Bei Optimization Kleinigkeiten und bei Fixen selber. Oh, da hat es einen Bug gegeben bei Nyx. Weil die, ich weiß ja, es gibt ein paar Leute, die Nyx nicht leiden können. Ich finde Nyx eigentlich ziemlich klasse. Vor allem die Psychic Bolts, wenn man eben eine gewisse Mindeststärke hat, würde man normalerweise die ganzen Schilde ja auch und Rüstung von Gegner runterziehen. Und das hat die gute Fähigkeit einfach nicht getan im Steel Path, was jetzt gefixt sein soll. Das finde ich schon mal ganz gut. Und Archon Intensify wurde auch gefixt, weil gerade Geschichten, die mit Heilung scheinbar skalieren, irgendwas sollten, funktionieren auch endlich mit diesen ganzen unten aufgelisteten Fähigkeiten endlich, weil vorher das ist einfach nicht getan. Was natürlich bedauerlich ist. Sieht man jetzt mal, wie viele Heilfähigkeiten wir mittlerweile im Spiel haben. Ja, hier, das ist meine sozusagen, die ich bei Sarun benutze hier gerade. So die Katzmord, sage ich nur. Aber okay. Und der Rest ist ein bisschen... Ja, ich will jetzt nicht sagen, uninteressant, muss ganz ehrlich sagen. So ein paar auch hier von der Pox und so ein paar andere, diese AOE-Waffenfixe und so weiter, die waren schon, glaube ich, sehr wichtig. Aber ansonsten, ja, Leute, die feststecken gehen konnten mit Missionen, immer schlecht sowas. Aber sonst, wow, haben wir trotzdem viele Fixe hier in dem einen Hotfix drin schon gehabt. Mensch, schon extrem. Gehen wir direkt mal weiter zu Hotfix 3208. Das wäre nämlich jetzt der letzte, da wären wir auch up to date, der quasi kam von gestern. Und nochmal kurz gucken. Auch wieder der Hinweis hier gerade auf den Deathstream, okay.
Und wie es aussieht, gab es auch Probleme gerade bei der neuen Quest. Wenn man nach Sonntag, den 25. September gespielt hätte, kann es sein, dass auch diese Break-Nahe-Mission einem nicht angezeigt wird. Wow, das ist natürlich wieder super. Aber das wollen sie im Deathstream noch ansprechen, deswegen lassen wir uns mal gerade so stehen damit und gehen ein bisschen weiter. Improvements, Optimization, okay, Fixes. Dass Leute man nicht einladen konnte in den Clan-Dojo. Aber ansonsten, Kleinigkeiten würde ich fast sagen. Wie war's? Das sind die Fixe von dem letzten Hotfix, hätte ich es fast gesagt, die nicht ganz geklappt haben. Okay, ausgezeichnet. Damit wären wir up to date. Und jetzt werde ich noch 2-3 Sekunden über ein anderes Thema reden, nämlich über, nicht unbedingt direkt über Cyberpunk, aber es hat natürlich wie was mit meinem neuen Rechner zu tun. Quasi die Sage geht weiter. Wie war das? Vom alten Rechner, der am kaputtgehen war, hin zu einem neuen Rechner, der sehr seltsam auch wieder Bluescreens mir produziert hat zwischendurch. Und wisst ihr, was am Ende des Tages das Problem war? Soll ich euch schildern, was das war? Ich hatte es eben Anfang ja schon mal ein bisschen, so mit wenigen Worten schon mal weggenommen eigentlich. Ich konnte nicht lange spielen, um nicht einen fiesen Bluescreen oder einfach nur ein lustiges Muster auf dem Bildschirm zu kriegen und dann ein sehr lautes Geräusch vom Rechner. Das heißt, ich muss den schnell ausmachen. Und ich dachte mir, irgendwas stimmt doch nicht. Der Rechner ist doch neu. Er müsste doch in der Lage sein, einfach mal hier durchzuziehen in irgendeiner Form. Und dann habe ich festgestellt, dass der Rechner unnatürlich warm wurde. Ja, weil ich habe einfach mal den Gag gemacht, weil ich dachte mir, angenommen, ich bin jetzt in Cyberpunk drin und ich sehe die Stadt und es ist alles toll, es sieht alles fein aus. Und dann habe ich einfach mal den Gag gemacht, dass ich mal einfach neben dem PC aufgeschraubt habe und mal kurz nicht auf die Grafikkarte direkt drauf gedaddelt habe, aber einfach nur geguckt habe unten dezent, bewegt sich da überhaupt irgendein Ventilator? Und die Aussage war, nein, die Kühlung war komplett aus. Wir reden von Kühlung aus bei 70 Grad plus Kühlung aus. Das heißt, man, das hat nur passiv vor sich hingekühlt leicht. Und dann habe ich mir doch mal nochmal den Hersteller der Grafikkarte rausgesucht und habe mir ein extra Tool runtergeladen. Und siehe, na guck, das Tool sagt sofort, na, wir haben immer mit einer gewissen Mindestrate da unten die Kühlung laufen. Und erst wenn er richtig Gas gibt und heißer wird, soll der eigentlich in die höheren Phasen reinkommen. Aber eigentlich sollte das Ding von vornherein auch etwas kühlen gehen. Weil der RAM ist übertaktet, deswegen, das wird doch ein bisschen wärmer als eine normale Grafikkarte. So eine 3060er RTX, schlag mich tot mit 12 GB RAM und blabla. Ist egal, der Punkt ist aber, das Ding wurde viel zu warm und deswegen hatte ich zwei, dreimal recht Bluescreen und dachte, ey, was stimmt doch hier nicht, kann doch nicht sein hier. Und da habe ich angefangen, alles runterzustellen im Spiel. Und es war immer noch am Abstürzen. Ich so, das kann nicht sein. Das kann unmöglich sein. Und dann, wie gesagt, dank eines gewissen Kollegen, der übrigens mir auch Cyberpunk in dem Zusammenhang spendiert hatte. Nochmal ein Danke daran, an den guten Aluka. Muss man an der Stelle mal loben hier, weil der sagte so, ey, du willst es mal ausprobieren, kein Problem, ich schick's dir zu. Und muss sagen, ist ein sehr tolles Spiel. Alles in allem gesehen. Ich meine, ich habe ja durchaus mich schon über die Story ein bisschen spoilern lassen, was so über die Jahre gezeigt worden ist von dem Spiel. Aber vom Gameplay her, mein Gott, das ist das dichteste Spiel, was ich jetzt persönlich gesehen habe, was sehr, ja, ich weiß, es ist ein blödes Beispiel, aber es sehr Deus Ex-mäßig war. Ja, also heißt man, so wie ich gerne spiele, rumschleichen, Leute verhindern, K.O. machen, kann man das super. Tadellos, sage ich nur. Auch wenn manchmal mich Leute auch durch die Wände gesehen und vor allem erschossen haben, was ein bisschen komisch war. Aber hey, das erwarte ich von Cyberpunk, das ist ein Stück weit, dass es alles nicht so hundertprozentig ist, weil die Karte, und vor allem die Stadt ist ja riesengroß, wenn da irgendwo mal eine Sache nicht hundertprozentig ist, sage ich mir, geschenkt. Einmal laden und sieh, na guck, die Sache läuft plötzlich wieder erst rein. Aber das war jetzt nicht der Punkt, den ich ansprechen wollte. Das Spiel sieht toll aus, aber warum auch immer wurde nie die Kühlung aktiviert von meiner Grafikkarte oder halt mit diesem Tool, was ich mir noch geladen habe, wie gesagt, standardmäßig schon mal ist der Ventilator an und vor allem, wenn der Ding anfängt wärmer zu werden, kann ich auch sagen, hier, kühl nur mal ein bisschen mehr, alles in allem gesehen. Gib mal ein bisschen Gas mit dem Ventilator und plötzlich war das kein Problem mehr. Mit Raytracing, mit einem anderen Spaß, alles an. Wobei, ich hab Ecken auf der Karte gefunden, da wurde das Ding so heiß, dass er wieder im Bereich des Abstürzens ging. Warum? Es war einfach zu viel. Da war dann Extreme Rail Tracing mit Lichteinstrahlung von Sonne und sehr vielen NPCs und irgendwelchen Neonlichtern überall. Und dann war das dann trotzdem am Abschmieren fast wieder. Das Ding wurde so glühend heiß am Ende des Tages. Aber trotzdem hat er sich gehalten und es funktionierte, was natürlich Daumen hoch ist. Aber wie gesagt, es gibt manche Ecken auf der Karte. Ich weiß nicht, ob die einfach nur schlecht optimisiert sind, aber so manche Marktplätze, wo sehr viele NPCs stehen und sehr viele Läden sind und sehr viel Klimbim passiert, mit Lichtern, die reflektieren überall und hast nicht gesehen.
Um Himmels Willen, was ist mein Rechner am Abkrebsen fast dabei. Ja, da kann ich wirklich, auf der Karte wirklich eine Ecke zeigen, wo ich immer, wenn ich da hingehe, ist der Rechner kurz vom Abnippeln, weil er so wechselig glühend ist. Überall sonst gar kein Problem. Sobald ich da hingehe, selbst wenn ich Raytracing ausmache, wird das Ding glühend heiß. Irgendwas muss das sein, was irgendwie die Grafik auch völlig überlastet. Aber an sich ein tolles Spiel, aber jetzt habe ich wenigstens auch mit Tool runtergeladen, was übrigens vergleichbar wäre für was die meisten benutzen würden. Ist der MSI Afterburner. Nur eben, dass das Tool eben von dem Hersteller der Grafikkarte selber war. Wo ich dachte, oh, nehme ich das. Weil der MSI Afterburner hätte das Gleiche sonst getan. Aber wie gesagt, wenn ich das Tool direkt schon vom Hersteller kriege, dann ist das ja kein Problem. Und jetzt höre ich zum allerersten Mal, seitdem ich das Tool drin habe, höre ich zum allerersten Mal überhaupt, dass da Kühlung unten drin überhaupt existiert. Und davor war nie das Ding angegangen. Ich meine, nie angegangen. Da muss man sich mal geben. Ich weiß nicht, ob das Standard ist, aber jetzt ist mir langsam auch klar, warum Leute auf Steam, habe ich ja öfter mal gelesen, dass ein Spiel bei denen den Rechner zerschossen hat. Ja, wenn die Kühlung scheinbar, wenn der Rechner frisch geliefert ist, die Kühlung immer aus? Ich verstehe es nicht. Und nein, unter Nvidia kann man nicht einstellen, dass der Ventilator mal vielleicht ein bisschen früher anfängt zu kühlen oder so. Blub, die Option fehlt. Ich habe extra x-mal nachgeguckt. Deswegen habe ich das extra Tool runtergeladen. Aber jetzt sage ich mir, okay, dann mache ich es hier eben drüber. Man kann sogar neben dem Übertakten untertakten, was ich sogar an manchen Stellen probiert habe, habe ich gesagt, ich muss einfach Raytracing ausmachen, bevor der Rechner mir abschmirgelt, sage ich mal. Am Ende des Tages, so cool Raytracing aussieht, was übrigens für Leute jetzt nicht wissen, was Raytracing ist, im Endeffekt so eine Art, damit Licht, gerade Neonlicht, auch Reflektion von Oberflächen und so weiter, es sieht einfach echter aus. Es ist jetzt im ersten Moment gar nicht lebensnotwendig, es ist einfach nur so ein extra, so die Kirsche auf der Sahnetorte, hätte ich fast gesagt. Das ist so ein extra nochmal cooler und besser und ein Tacken realistischer Aussehen, ist aber nicht, meines Erachtens nach, nicht unbedingt lebensnotwendig, vor allem wenn ich Granaten um mich schmeiße und mit einem Sturmgewehr dauerfeuernd in eine Menge laufe. Dann ist es völlig uninteressant, ob da Raytracing existiert hat, da sehe ich eh nichts von, kurz bevor ich ihn ja geschossen werde. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das ist auch mal wieder so eine kleine Sache, die ich mal wieder lernen musste. Warum auch immer, war die Kühlung nicht an. Aber hey, jetzt habe ich das Problem gelöst. Jetzt, ich meine, wenn, mal ernst, Cyberpunk ist ja schon eins der Spiele, wo man kann sagen, Leistung von einem Rechner schon eher gefordert wird. Und jetzt kann ich auch Spiele vor allem anpacken wieder. Die anderen, die auch meinen Rechner einmal abgeschossen haben, jetzt ist mir auch klar, warum das passiert ist. Weil dem Rechner wäre nichts passiert, wenn er die Kühlung gehabt hätte. Aber wenn er natürlich komplett immer aus ist, ich meine immer aus ist und ich quasi nur auf Passivkühlung der Grafikkarte hoffen muss, dann ist mir klar, warum das Ding immer abschmiert ständig. Und jetzt ist das gar kein Problem mehr. Jetzt kann ich überall die Standardoption einstellen und alles läuft einfach durch. Mensch. Muss das so sein? Ich sage nein. Ich persönlich sage nö. Und mehr werde ich an dieser Stelle gar nicht dabei erwähnen und sage nur eins, nämlich danke fürs Beispiel und Zuhören, das war Mönka 3 und so viel zum Thema erstmal heute wieder, zum Thema Warframe. Ich weiß, jetzt haben wir ein bisschen mehr ein anderes Spiel mit drin gehabt, aber im großen Zusammenhang natürlich auch wichtig, dass ich überhaupt Warframe-Videos machen kann. Nicht, dass Warframe irgendwie jetzt Leistung derart frisst, dass die Grafikkarte überhitzen könnte, aber wenn die Grafikkarte mir kaputt geht, kann ich keine Videos machen mehr, bis ich eine Grafikkarte kriege. Deswegen ist vielleicht ganz wichtig, auch so etwas vielleicht mal kurz angedeutet zu haben. Egal. Bis dahin so erstmal und ciao. Und wie gesagt, morgen sehen wir uns dann wieder mit ein paar Videos, wie es aussieht momentan. Weil einmal wollen wir den Devstream ja zusammengefasst haben von meiner Seite aus. Und das eine oder andere Spiel werde ich noch raushauen. Und dann geht es wieder Sonntag los mit wahrscheinlich dem Video für der neuen Nama-Quest, die aufgeschlagen ist. Und natürlich am Ende des Tages wieder der Stream. Ja, Sonntagabend streamen wir wieder. So ab 18 Uhr, denke ich mir, fange ich an. Wie so oft. Und mehr will ich dazu noch nicht gesagt haben. Bis dann also erstmal. Und ciao.